Morgen, guten Morgen. Das haben wir jetzt alles schon mal. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, weiter. Ich will zocken, ich will das Spiel spielen, das ist geil. KW ist auch am Start, läuft bei mir. Passt alles bei mir, sehr schön. Die Musik ist einfach nur Papa. Geht gleich weiter hier, oder besser gesagt los. So, wir wollten genau da in den gelben Kreis rein. Und da vorne sind schon wieder Penner, die wir vermöbeln können. Gucken, das war Mittelfinger, F war Pinkeln, gut. Wo sind sie denn? Wieso rennen die da hoch? So, jetzt haben wir noch die hier. How do you like that, creep? Oh. Nice. Sorry for the trouble. I'll make it up to you, I promise. Ich muss vielleicht die Mausempfindlichkeit doch wieder ein bisschen umstellen. Die ist doch ein bisschen zu langsam. Habe ich gerade mitbekommen im Kampf. Steuerung. So. Passt. Wir wollten hier in den gelben Bereich lunzen. Dann machen wir das doch mal. Open up, fuckers! I want my body back! Oh yeah! My friend wants his brain back as well! Open up or face the wrath of the Pigeon Master! Can you please stop doing that? Mr. Bones has just installed the new bulletproof doors and windows. He can be quite emotional when it comes to scratching them. Oh yeah? We'll see how emotional he gets after I scratch his fucking- Do you have an appointment? Of course not! I don't need an appointment to- Oh no, I'm sorry. I would lose my job if I let anyone in without an appointment. Listen, okay. I'm here to... Why don't you make an official call? If you do it now, I bet I could fit you in for a meeting sometime next month. No way I'm gonna wait for... Sorry, I wish I could be of more help. Okay. Bye now. Fuck! What now? Any ideas, pal? If I were you... I'd go away now. Mr. Bones hired new security guards, and they don't seem happy about you being around. I can help. Meet me behind the hospital. Bitte was? Who was that guy? He was wearing a lab coat. I don't trust guys in lab coats. They remind me of this one time when I lost my body and became a fucking shopping cart. Fun time. Danke für dein Follow, Noma. Ich sage jetzt einfach mal Noma und was sollen die drei Sternchen im Chat? Nothing evil, twisted or dangerous, like with most of the people we meet. Who am I kidding? Let's go see what sort of crazy person we have to deal with this time.
Wo ist die Flasche hin? Lol. Die Flasche einfach weg. Kannst du bitte ordentlich in den Chat schreiben? Danke. Oh, nice! Got it! So, wo sollen wir hin? Hinter das Krankenhaus. Fancy something long and hot? Try long der blauen Blume, alles klar. Touch my buns. See how soft they are. Die können wir gleich mal futtern hier. Touch my buns. See how soft they are. So, mit dem sollen wir uns treffen. Hey, nerd! You said something about helping us out. Fascinating. Moin, moin, Darko. Viel Spaß in der Schule. Move on its own and use human speech. It seems evil way experiments are moving forward even without me on the board. And who are you exactly? I'm Wilbert East, doctor, chemist, visionary. Evil Way was the only company interested in sponsoring my experiments. Science can take us to some dark places. They were the only ones who accepted that. It broke my heart when it turned out they were only looking for profit. I couldn't work for them. I'm a mad scientist, not a capitalist. Anyways, I know the exact location where they conducted their research. You may find whatever you're looking for there. Go on, tell us then! Obviously, I won't give away this information for free. I'm willing to trade. The secret art of alcohol alchemy. I want you to show it to me. And don't pretend it doesn't exist. Alcoholchemie. Okay. Oh, I've already gathered everything. The equipment, the ingredients, the alchemist himself. Show me. It seems we don't have a choice, pal. Do your magic. What do you mean you don't remember? Oh, right, half brain. Sorry, pal. I keep forgetting that. I keep forgetting a lot of stuff, to be honest. But I do remember one recipe of yours. Hopefully it will be enough to convince the doc. The recipe started with a beer. Then, a four-leaf clover. Okay. No, wait. Warte mal, was? That wasn't das da. It. Take it out. Ui, nice. It was a dragon horn flower and a head of bear garlic. I'm sure of it. Das da und... Right, now cook it. You may not remember how. Yeah, that's it. Oui. Fusto beer. A potent brew with a potent smell. Drink it and release a mighty garlic-scented burp. Its unrelenting force will send people flying. Good. The smelly fumes are also highly flammable and will ignite when the bottle breaks. Simply throw it to create a fiery explosion. Geil, das passt zu mir. I see. Can you replicate the results? I will provide you with more ingredients. Go on, pal. Just use the book and craft another one. Uh.
Time for a field test. Yo. Let's see how these boxes react to your mixture. Das da. Ooh. If my observations are correct, then each brew also has an alternative use. Can you demonstrate? Geil. Nice, kann ich mir so ein Ding bauen. Fascinating. This should make my studies much easier. As promised, here is the data you were looking for. If Evil Way did experiments on you, this is the place where it happened. Schön. Oh, jetzt sind die Kisten weg. Scheiße. Ein Döschen. Got it. Ha. Hier. Oben waren wieder welche. Ah, komm. Geil. Ist das geil. Ah, Papa. Well, we're just getting started. Ich mag das Spiel. You show them. I'll tell the boys all about it. Wie viel Platz haben wir noch bei dir drinne, Karl? Ja, ist noch ein bisschen Platz. Lohnt es mal noch eine Runde rum hier? Oh, eine Feder. Karl? Hä? Ach, da bist du. Da war der Call. I'm calling the cops. Yeah, attacke! Football kid, let the cops. Ah! Try doing that again, you filthy bum. wo ist das andere Ding hingeflogen? Wer weiß. Oh, Metall. Oh, danke. Nice. Ein Fännchen. Bisschen was brauchen. Oh, ja, hier, bei dem können wir nochmal lunzen. Der hat viel Schrott im Angebot. Seinen fetten Kanon. Der Psycho-Clown, ey. Da rein. Schon wieder einer. Was ist denn hier los? Oh. Haben wir schon durchsucht. Das geht nicht, okay.
Ach, nee, das nicht. Da hinten wird es schon wieder eher belästigt. Bereits gesammelt, okay. Gibt's hier oben noch irgendwas? Gibt's da bestimmt eine Feder? Nö. Komm. Ist der oben oder unten? Blueprint! You call that a punch? I'm not going down without a fight. Oh, du. How you like that, creep? Oh, ich hab kein Alkohol mehr, ne, oder? Ah, ich häng! Nice! Von 19 schon. Oh, fehlt ja nicht mehr viel. Oh nee, du bist voll. So, jetzt nicht mehr. Jetzt bist du nicht mehr voll. Eine Tür. Müssen unbedingt die Base weiter ausbauen. Passt auch wieder nicht. Was kann man wegschmeißen? Das kann man nur verkaufen. Okay. Dann brauche ich das nicht. Komm anders an Geld. Bereits gesammelt. Haben wir noch nicht durchsucht. Oh, es gibt wieder viel Metall. Den Reifen brauche ich nicht. Keine Ahnung, für was ich die Stühle sammle. Ich mach's einfach. Haben wir schon. Oh, oh, Heizung, 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 Heizung. Karl? Was denn? Kann ich Gegenstände verkaufen? Schön. Wow, ist voll. Die kann man davon nur mitnehmen. Ist ja low. Das ist ja low. Okay. Du.
Wo? Voll am Arsch der Welt gerade. Da muss ich gar nicht hin. Ich muss genau in die Richtung. Hier drinnen waren wir schon. Come, entertain me, and you will be handsomely rewarded. Ach du. Puh. Könnte man schreiben. Grenzen. This is perfect. A masterpiece. Moin moin Nico. I'm sorry. Alter. Just don't drink it away, okay? Ich wusste, du hast was dabei. I don't have much myself. Okay, you're asking for it. Spare a little. Wo ist die hin? Fuck off. Yeah, right. Oh, no. Okay, du willst es so. I hope you have insurance. Oh, jetzt kommt noch ein Bulle, na toll. Find some cover before they see you again. Wo bist du? Karl? Don't let them see you. Das ist sehr interessant und sehr, sehr lustig. Also du pümmelst da oben rum, kommst du mal hier runter? Da ist er. Baumaterialien gefunden. Kann nur nicht leider lange schauen, muss gleich ins Krankenhaus. Kein Problem, dass du nicht lange gucken musst. Nee, guten Morgen, Stream ist ja nur, damit ich mir ein bisschen Zeit vertreiben kann. Außerdem kann man die ganzen Folgen auch auf YouTube gucken. Hier noch zwei Holzpassen. Wir brauchen viel mehr Pappe, ey. Das geht gar nicht.
Wo ist das hin? Da war so ein Fahrraddingsbums-Gedöns. Och man. Ein Einkaufswagen als Rucksack. Was Neues. Das ist Boom Simulator, das Penner-Spiel. Das ist voll cool. Ich habe ja auch die Obdachlosen, die meisten zumindest, Einkaufswagen dabei, wo sie ihr Zeug drinnen bunkern. So ist es hier genauso. Was machen wir denn? Erhöht deine Chance auf Erhalt besserer Gegenstände. Nee, ich brauche mehr Platz im Anhänger. Basisaufbau. Wir machen auf jeden Fall das da erstmal. So, in die Richtung muss ich. Ich bin so müde, hab die ganze Nacht nicht gepennt. Was ist denn los bei dir? Hast kaum gepennt, musst ins Krankenhaus. I've never been so happy to see another creep. I owe you one. Warte mal, ich guck so, die Map ist dann. Also muss ich. So rum. Ich weiß nicht, der Bildschirm war so schön hell und die Videos so süchtig machen. Ja, gut. Ui. Leave me alone. So, guck mal. Dude, we can get him. That's not much, but it's all I've got. Not interested. Ey, komm. Uji, really du hast sorry. Geld. I have nothing on me. Every bit helps, right? War mir klar. Sorry, but no. It's all I have. I'm sorry. Was haben wir denn hier? Epa, Holz ist voll. Wieder was. Doch, da unten ist mein Homepunkt. Oh. Neuer Basispunkt, toll.
da Konfetti. Noch einer hier? Nö. Kommt drauf an. Das kommt ganz drauf an, Nico. Wir haben hier 1, 2, klar. Hat irgendwie, au. Hat irgendwie jede Stadt, was ist mit dem los? Aber ich habe meistens kaum Bargeld dabei. Diese Straßenmusikanten gebe ich sowieso nicht. Und die Obdachlosen hier bei uns, die sind ein bisschen zu stolz, um Geld anzunehmen. Die sagen da lieber, nee, ich kümmere mich selber, dass ich an mein Geld komme, als dass sie betteln und auf Almosen bestehen. Und ich muss ehrlich sein, bei dem einen Obdachlosen, der hier in der anderen Stadthälfte gerne mal rumrennt, dem möchte ich auch nicht zu nahe kommen. Den riechst du wortwörtlich auf 10 Meter Entfernung. Und hey, das muss ich meiner Nase nicht wirklich antun. Okay, was ich öfters mache, ist Pfandflaschen geben, wenn ich keinen Platz habe. Ja, gut, das mache ich auch. Das mache ich aber auch, wenn ältere Leute ihre Rente aufbessern wollen und Pfandflaschen sammeln und ich halt jetzt mal, keine Ahnung, eine Dose Cola dabei habe oder so und ja, ich die leer gemacht habe, gebe ich denen die auch. Das mache ich dann auch. Nee. Ein Döschen. Sag mal, kann ich aus dich... Ich müsste doch aus die Obers machen können. Nee, das wollte ich nicht machen. Essen, genau. Baumaterial. Jo, besser als auf den Boden werfen zu drin. Genau, das machen ja die meisten Jugendlichen heutzutage. Die denken sich dann auch, oh, ja. Scheiß drauf, ich mach's einfach. So was finde ich auch assi. Aber okay, es machen auch viele Erwachsene. Gut, du lässt mich in Ruhe. Wo war denn jetzt mein Häuschen? Hier runter. Karl, komm her, ich muss schneller sein. Nee, was ist da los? Da war ich schon. Den Blueprint haben wir schon. Au. 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 Au.
Hier war Holz drinne. Hier war Essen. Da kommt Ditte rein. Ich frage mich immer noch, warum sich dieser scheiß Baumodus öffnet, wenn ich in die Kisten gucke. Zigaretten hier. Pilze alle hier rein. Ja, yep, der ist Karl. Dem, das war wohl irgendwie selber mal ein Obdachloser. Soweit ich das bis jetzt immer alles verstanden habe. Und der will seinen Körper zurück. Und wir helfen ihm wohl dabei. Aber so richtig bin ich in das Spiel auch noch nicht reingekommen. Was haben wir hier drin gehabt? Metall. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Aus dir kann man Schrott machen. Nice. Okay, abgefucktes Spiel. Es ist aber lustig, vor allem wenn du Leute anpissen tust, weil sie dir kein Geld geben. Ne, das braucht man nicht. Und du kannst dir hier halt auch deine eigene Base aufbauen. Die du beschützen musst vor den feindlichen Pennern, die sich Bugs nennen. Und ich habe mir halt den Platz ausgesucht, weil der schön groß ist. Vorher hatte ich so einen richtig ekelhaften, kleinen Platz. Da konntest du einfach nichts machen. Der war irgendwo... Na, ja, dort war er, ne? So, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Haben wir noch Samen. So, welche wird jetzt eigentlich angegriffen? Meine alte Basis. Ach, das können sie machen. Das ist mir egal, da steht nichts mehr. Das sollen sie doch machen. Warte mal, die kriege ich da hinten nicht mehr unter. Die können da rein. Das dahin. Oh, ist so viel Platz. Ich kann das ganze Dach hier bebauen. Das Ressourcensammeln ist oft, wenn ich dann die Überfälle. Je nachdem, verteidigst du alleine, hast du gesehen, oder zahlst Schutzgeld oder bittest andere Penner, denen du hier helfen tust, dass die dir helfen, aber du hast auch bloß eine gewisse Anzahl an Respektpunkten. Und da die jetzt gerade hier hinten meine alte Base überfallen und dort eh nichts mehr ist, ist mir das scheißegal. Was sollen sie machen? So, Baumodus. Eine Pappetür. So, die Hammer. Fenster kommt dahin und dahin. Und eins dahin. So. Wie viel haben wir noch? Wir haben keine Pappe mehr. Schön.
Das kann man alles zu Schrott machen. Cool stuff! Ne, dann war das hier mit dem Schrott. In Deutschland wäre das schon illegal. Ja, auf jeden Fall. Aber zum Glück sind wir hier in Boomhausen. War doch Boomhausen, glaube ich. Essen. Dazu brauche ich Nägel und Schrott. Große Guano-Sammelbehälter. Dafür brauche ich die Reifen. Oh lol. Defibrator verarbeitet Holz zu Papier. Bei Boom muss ich immer an die Eis.E-Werbung. Ja, gut. Alchemiestation braucht Aluminium. Ich weiß nicht, wie ich an Aluminium komme. Taubnodostall. Schnäbelstall, den haben wir ja. Eine Pennerdusche wäre auch noch gut. Einen kaputten Eimer. Keramik und den ganzen anderen Gedöns muss ich noch herstellen. Ich frag mich halt nur wie. Bagger holen, noch buddeln, Alu schmelzen, nee, eventuell aus der Mülltonne. Ich weiß es nicht, das ist. Ach komm. Weil. Hier Aluminiumblech. Benötigt Aluminium, okay. Kupfer benötigt. Kupfer, wow. Ich werde mich hier schon reinfuchsen. Irgendwie muss es ja gehen. Wo hatte ich denn? Die hab ich hier. Ach, Aluminiumschmelzofen. Dazu brauche ich Keramik. Okay. Schmidt Schrottmetall ein und erzeugt Kupferbahn. Das ist auch gut. Keramik. Scheiße, wie komme ich jetzt an Keramik? Got it. Warte mal, das können wir noch clean häckseln, das können wir noch clean häckseln, das können wir noch clean häckseln. Paar bekommt da rein, Holz kommt da rein, den Quark kann ich noch verkaufen. Shit. Hauen wir das erstmal da rein. Keramik, okay. Irgendwo muss man das doch finden können. So, was ist da unten schon wieder los? Scheiße, kein Bier mehr. How you like that, creep? That'll teach you. I'm not going down without a fight. We're just getting started. Take that, you. Take that, you creep. Oh.
Relive hätte ich jetzt gesagt, Ton holen und schmelzen. Ich gehe aber mal nicht davon aus, dass das Spiel so weit mitgedacht hat. Glaube ich auch nicht. Es ist halt, du musst die Ressourcen sammeln. Aus Mülltonne, Müllhaufen und so weiter. Aber so richtig dahinter gekommen, wie ich an einige Ressourcen komme, bin ich halt auch noch nicht. Es ist ja heute gerade mal das zweite Mal, dass ich das Spiel spiele. Viel Spaß. Das ist wieder Pappe, das ist sehr gut. Da war auch noch Pappe. Hinter dem Haus ist auf jeden Fall was. Oh, nice! Wieder ein Blueprint. How you like that, creep? Wieder ein Blueprint! Feuerfass, nice. Wieder rot. Knoblauch. Und wieder ein Blueprint. Nice. You're going to regret. Oh God. Nice, nice. Wo stellen wir uns denn jetzt hin? Wusch. Oh, machen wir noch schnell das hier. Ja, der Bulle und der Gornisch, die werfen wir mit Molotow um sich. Holy shit. Thanks, man. You're the best. I owe you big time. Creep gerettet. Nice, nice. Was wollte ich jetzt? Ich wollte da mal da reinlunzen. Hier haben wir noch eine Feder. Wow. Wow! So. Dann mache ich eine ganz kurze Raucherpause und bin gleich wieder da.